Hi Leute, ich bin es, euer Sir Adler 1007 zu einer neuen Folge. Keine Ahnung, was das hier ist. Das ist eine neue Modi auf dem Dust MC Server, nämlich PvP Training. Hier kann man PvP trainieren und andere Sachen. Zum Beispiel hier kann man einfaches 1v1 gegen Bot oder gegen jemand anderes. Dann Swoopen, MLG-Sprung, Angeln, Fast Richen und TNT Boost. Dann machen wir TNT Boost jetzt. Also, TNT MLG. TNT. Wir machen eine kleine. So, 1, 2, 3, 4. Deutschland. What? Wie knapp? Wie knapp war das? Das ist halt so eine neue Modi hier auf dem. So, wir machen jetzt mal Fast Richen gegen jemanden. Schlackens. Okay, jetzt machen wir Fast Richen gegen ihn. Er kann wahrscheinlich mehr. Man muss halt 32 Blöcke Fast Richen. Ich bin halt jetzt gar nicht. It's win. Ja Leute, das ist hier diese neue Modi. Und man kann auch Klicks testen, wenn ich nochmal klicken kann. 6 Klicks habe ich pro Sekunde. Ich kann es mal erhöhen, wartet mal. Ich habe meine Maus jetzt schneller gestellt. Oder? Ja. Okay, fast wird schon wieder. Und die Blöcke werden halt immer wieder aufgefüllt. Was? Nein, wir haben es verkackt. Ich wollte Block MLG machen. Boom. Win. Das ist eigentlich richtig nice, dass man so Block MLG machen kann. Wenn ihr auch so Bock habt auf diese Modi, könnt man, also auf das hier, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Angeln kann ich einfach gar nicht. Und Leute, ich wollte in diesem Video auch die Chance nutzen, euch etwas mitzuteilen, nämlich ist mein eigener Server online und man kann... What the fuck? Was gibt die uns für die Combo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! War das übel! 48 Schläge, 18 Trefferquote, 18. Ja, da gibt es die Möglichkeit, sich als Bilder zu bewerben. Wer Lust hat, kann sich unten... In der Videobeschreibung der zweite Link könnt ihr euch da bewerben. Und dann noch gibt's. Also jetzt, ich untergehe die ganze Zeit. Und dann noch gibt's hier bei mir was Nices noch. Mal jetzt mal die. Das Schleim mal die, okay, ich erkläre es euch noch nebenbei noch. Es gibt jetzt nämlich noch einen Banner-Shop, den ihr nutzen könnt. Und erster Link unten in der Videobeschreibung. Und der zweite ist natürlich für Bilder bewerben. Okay, das haben wir nicht geschafft. Sowas könnte man auch auf meinen Server bringen, sowas hier, so PvP-Training und so. 1v1 gibt es auch schon. Oh, zweiter schon geschafft. Wir haben mal gegen einfachen Bot. Win. Boom. Ja Leute, wenn ihr hier auch was Bock habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir können jetzt mal gegen suchen kann ich gar nicht. Angeln auch nicht. Machen wir mal normal in Fast Richen gegen einen Bot. Was? Okay, wir haben schon verloren. Hä, er ist auch runtergefallen. Nein, nicht schon wieder. Ich frage mich aber, wie die das mit den Bots hinkriegen. Oh, wir haben gewonnen. Ja, es war aber nicht mehr so knapp. Wir sind halt zu oft runtergefallen, Leute. Alter Fehler. Was du dann gegen schwer macht.
Hier unten kann man halt auch sehen, wie viel man für 32 Blöcke Fast Switchen braucht. Ach geil, wir sind runtergefallen, hat gewonnen. Wir haben jetzt 13 Sekunden bis jetzt gebraucht. Ich würde mal interessieren, wie viel wir wirklich bräuchten. Das höchste, was ich glaube ich hier hatte, waren, keine Ahnung, 12 oder so. Jetzt mal TNT Emoji. Und danach gehen wir nochmal auf meinen Server, damit ihr euch auch was drunter vorstellen könnt. Weil, wenn ihr Bilder werden wollt, müsst ihr euch ja auch was drunter vorstellen können. 1, 2, 3, 4. Wer ist das? Nein! Oh mein Gott! Der Bot gewinnt. 1, 2, 3, 4. Wir haben uns nach hinten geportet. Alles klar. 1, 2, 3, 4. Bitte. Was? Hä? Jo, wahrscheinlich. Okay. Ja, Leute, wir gehen jetzt auf meinen Server und sehen uns dann gleich wieder. Meinem Server, hier ist die Lobby, also der Spawn, der gerade gebaut wird. Ich finde diese diese Eiskuppel richtig nice gebaut. Das war mein Build-Team. Der besteht bis jetzt aus Mongo, Alan und X-Ranger. Aber X-Ranger hat es hier gebaut. Ich und Mongo haben hier die Maps gebaut. Wir können halt gerade nicht spielen, aber wir können mal eine Runde reingehen in Rush zum Beispiel. Das war die falsche Map. Da sieht es halt so aus. Dann kann man hier so verlassen. Man kann zu zweit spielen oder halt wie Hans einstellen. Und dann, ich zeige euch jetzt mal hier mal, die Lobby muss halt noch gebaut werden. Da brauchen wir auch halt Bilder. Hier sieht man dann halt, wie gut ihr seid und so. Das sind sozusagen eure Stats. Alles, dann könnt ihr hier euer Team auswählen, Team Rot oder Blau. Dann, wenn zwei Spieler drin sind, könnt ihr auf Start Spiel drücken, dann wird es nach 5 Sekunden gestartet. Hier habt ihr eure Achievements. Und dann gibt es halt, der Shop ist so wie auf Revinzer halt der Shop. Nur, dass der Bogen halt voll ist. Ja. Des Weiteren haben wir hier auf diesem Server auch noch Rage Mode, das auch noch im Bau ist. Das haben wir hier. Wenn wir hier joinen, ist das hier die Map? Ich gehe mal in Game Mode. Ah, das geht hier glaube ich nicht, wenn man im Game ist. Ja, guck. Also könnten wir auch nicht hackeln. Gleich. Ach, kann man nicht. Auf jeden Fall ist das die Map, die X-Ranger baut gerade. Ich baue auch noch eine. Das war jetzt halt nur so eine Test-Map. X-Ranger baut halt immer Maps gerne. Und das ist jetzt halt so. Ach, slash RM. Das Hub-Teil haben wir, glaube ich, nicht mehr drin, ja. Das müssen wir halt wieder reinmachen, weil wir probieren die halt die ganze Zeit ein bisschen rum. Gerade muss man halt MVTB Spawn machen. So sieht es halt der Spawn aus. Und dann kann man hier hinten, deswegen nachher an allen Seiten so Wege gebaut. Hier geht es dann zum Beispiel zu Bad. Hier wird dann was gebaut und hier ist zum Beispiel Bad Wars dann, hier Rage Mode oder so. So überlegen wir uns halt noch, wie die Anordnung ist. Und falls ihr Bock auf Spielmodi habt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare, dann kann ich das auch umsetzen. Die Spielmodi. Jump'n'Run wird es auch geben und wir können ja mal gucken, was wir hier so an Plugins drin haben. Plugins haben wir 25 Stück gerade drin. Einmal Boss Bart Gun Game. Gun Game ist ja ein Spiel, World Edit. Also für die Bilder, World Edit ist drauf. Permission, ZG Permission, Anti-Build, nochmal ein Anti-Build. Also man kann hier, wenn man kein OP ist, nichts abbauen. Also ich werde halt auch den Bildern OP geben, aber die werden erstmal unter Beobachtung gestellt. Dann wird immer halt, die dürfen halt nur auf dem Server, wenn einer von uns dabei ist, die erste Woche. Und danach dürfen die auch frei sich bewegen hier. Dann haben wir noch Tron. Das ist sozusagen, ihr kennt doch bestimmt alle den Film Tron. Hat man sozusagen so ein Huhn oder ein Pferd und muss darauf dann so reiten und dann werden hinter einem so Linien gezogen und wenn da ein Gegner gegenfährt, hat man gewonnen. Dann Rage Mode, also Rage Games heißt hier, Rage Mode kennt jeder, 1 vs 1 kennt auch jeder. World Guard ist halt auch eher was für die Bilder. Das ist interessiert euch das auch nicht? Permissions X ist was für mich. Course haben wir hier drauf. Das ist eigentlich Course wie auf gomade.net. Das haben wir eine Map angefangen zu bauen, aber die ist noch. Haben wir noch keine Schilder hier gemacht. Wir haben bis jetzt nur hier, das hier. The Brush und Cat. Dann haben wir hier noch das Scoreboard, das gerade nicht an ist.
Dann ist hier hinten immer so eine Leiste. Dann haben wir noch Capture the Flag, ist eigentlich auch, kennt fast jeder. Gun Game, Mind Strike kennt auch jeder von. Mindplex, Anti-Build nochmal, Fault, Bad Wars, Skyfall kennt auch jeder. Survival Games, also Epic Survival Games, Skywars kennt jeder. Das muss einfach jeder kennen. Der außer man spielt nicht online. Und Skyblock, wenn ihr slash IS eingibt, dann kommt ihr zu eurer Insel. Hier habt ihr dann das Skyblock-Insel. Das habe ich halt nur zum Test gemacht. Ich werde die Insel löschen wieder. Ihr könnt mal als slash IS help. Wenn ihr zum Beispiel die Insel löschen wollt, macht ihr slash IS. Und ihr könnt auch zu anderen Leuten hingehen dann natürlich. Slash IS restart. Was? Achso, man darf halt nur eine bestimmte Anzahl an Reliefs, neue Inseln machen. Weil ich habe jetzt, glaube ich, schon irgendwie ein paar gemacht. Und wir können ja mal hier rumfliegen. Ich weiß nicht, ob es gerade hier noch mehr Inseln gibt. Also man kann zwischen das normale Skyblock auswählen, hier A Skyblock und noch ein Skyblock. Also ihr habt viele Möglichkeiten hier, was ihr machen könnt. Dann habt ihr hier halt so, das ist eure Insel, die normal so aussieht. Dann habt ihr halt Erde. Und hier habt ihr dann halt die Sachen, wo die Lava und so rum. Ich habe halt eine Koppelfarm hier gebaut. Das war Mongo allein, der das so gebaut hat. Dann habt ihr halt in der Kiste drei Diamanten am Anfang. Das ist jetzt A Skyblock, was wir hier haben. Ja. Das war's jetzt schon wieder so zu dem, können wir mal an, zu dem Server. Wenn ihr dabei sein wollt und hier mithelfen wollt, Bock habt daran, mitzuhelfen bei einem Projekt oder, und wenn ihr auch, euch auch mit Plugins oder so gut auskennt, könnt ihr auch gerne mitmachen. Dann macht, füllt das Formular aus. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr TS oder Skype habt. Sonst braucht ihr eigentlich nur Baukünste und sonst eigentlich nichts. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald. Bis dann. Ciao, Leute.